Ja, ich bin's. Sie wissen also Bescheid, ja? Und sagen Sie bitte keinem, wo ich bin. Und ich schalte jetzt das Handy ab und bin erst wieder am Montag zu erreichen, ja? Hanna? Dann kommt schon der erste der Seminargäste. Dabei geht es doch erst um 11 los. Moment mal, Hildegard. Ja, dann begrüß ihn und zeig ihm sein Zimmer. Und vergiss nicht, du musst ins Pfarrhaus. Sonst haben wir am Sonntag keinen Pfarrer, der die Messe hält in der Kapelle. Ja. Hildegard? Ja, wie meinst du Freizeitpark? Und was hat das mit uns zu tun? Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass die Mutter irgendwas im Schilde führt. Ja, kommt sie denn zu unserem Wochenendseminar für den Einführungsvortrag, wie immer? Nein. Sie muss unbedingt zur Autogrammstunde von Fritz Rickenbacher. Zu wem? Irgend so ein Fußballstar, der seine Memoiren geschrieben hat und für den sie schwärmt, seit sie 14 ist. Aber sie hat Bischof Rossbauer rumgekriegt. Er wird den Vortrag halten. Ah, dann kriege ich vielleicht aus ihm was raus. Danke, Hildegard. Bitte, gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Kloster Kaltental, Schwester Hanna? Schwester, ich habe gute Nachrichten. 9 Damen haben auf die Anzeige reagiert. Und 2 davon sind ganz passabel. Ui. Ist nur noch die Frage, wie wir das einfädeln, dass Wöller nichts davon merkt. Ja, dann schicken Sie sie doch in sein Autohaus. Sie kann ja so tun, als wolle sie ein Auto kaufen. Das ist eine gute Idee. Aber Frau Laban, ich muss jetzt Schluss machen. Gleich kommen unsere Seminargäste. Tschüss. Wiedersehen, Schwester. Und was die Mahlzeiten anbelangt, die kommen alle aus unserem eigenen Klostergarten und von den Bauern der Umgebung. Natürlich alles biologisch dynamisch, auch die Hühner. Herr Lohmeier, Sie sind das. Ja, ich bin das. Aber bitte behalten Sie das für sich. Ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter in den Filialen und vor allem nicht Herr Wöller spitz kriegt, dass ich hier bin. Wieso, Herr Wöller? Agnes, ja? Hast du nichts zu tun? Wie? Die Kekse für Bischof Rossbauer. Aber natürlich, Herr Direktor, unsere Teilnehmerlisten sind sowieso vertraulich. Und Sie haben Glück, wir haben diesmal mit Ihnen nur 4 Teilnehmer. Eine recht interessante Mischung. Eine Dezernatsleiterin von der Kripo, einen Altphilologen und einen Fondsmanager. Ehrlich gesagt ist mir das völlig egal. Ich habe ja nicht vor, mich hier zu amüsieren. Natürlich nicht. Kann ich Ihnen irgendetwas anbieten? Danke. Nicht nötig. Ja, ich mache erst mal einen kleinen Spaziergang. Natürlich. Ja, trommeln Sie den Gemeinderat zusammen. 15 Uhr. Bestellen den Umweltheini dazu. Und dann sagen Sie dem Herrn, ich bin schon im Haus. Herr Wöller, ich würde Sie gerne einen Moment mal sprechen. Herr Wöller ist jetzt im Haus und wird umgehend eintreffen. Vielleicht doch ein Stück Käsekuchen? Nein, danke. Aber sagen Sie, wem gehört eigentlich das Gelände hier, dieses rotschraffierte? Das gehört dem Kloster. Warum? Nicht der Gemeinde. Nein, nein, das war mal. Und wie groß ist das gesamte Areal? Na ja, mindestens 160 Hektar. Aha. Seien Sie froh, dass ich nicht 180 gefahren bin. Herr Danzer, ich bin untröstlich. Ich auch. Ich auch. Bitte. Herr Wöller, Ihre Einstellung zur Straßenverkehrsordnung lässt sehr zu wünschen übrig. Ich bin im Interesse der Gemeinde so schnell gefahren. Wenn Sie im Interesse der Gemeinde unbedingt Punktsieger in Flensburg werden wollen. Das hätte von mir sein können. Frau Laban, bitte kümmern Sie sich um Herrn Mann. So, Herr Danzer, jetzt bin ich frei. Frau Laban, haben Sie einen Stift für den Strafzettel? Mhm. Was haben Sie denn da? Meine CDs. Der Grund meiner Verspätung hat mit Ihnen und Ihrem Projekt zu tun. Ich habe nämlich das ideale Areal gefunden, 120 Hektar, direkt am Autobahnzubringer. Bitte, wenn Sie einmal einen Blick drauf werfen wollen, hier. Und jetzt halten Sie sich fest. Mit ein paar Dämmen und ein paar Bulldozern kann man dort einen künstlichen See anlegen. Also einen See, ideal für Ihren Freizeitpark. Langsam, Herr Wöller, langsam. Ja. Worauf es mir und den Investoren im Vorfeld der Entscheidungsphase am meisten ankommt, ist etwas ganz anderes. Aha. Nämlich jetzt zuerst einmal eine Gemeinde zu finden, in der Entgegenkommen und Kooperationsbereitschaft gewährleistet sind. Kein Problem. In diesen Disziplinen sind wir ungekrönte Weltmeister. Ah ja? Ja, ja. Also mit Verlaub, das, was ich bisher von Ihnen einstecken musste, war wenig überzeugend. Ja, das ist kein Wunder. Ich habe noch gar nicht angefangen.
Das heißt, ich bemühe mich seit einer Woche, Transparenz in dieses Projekt zu bringen. Mit dem erfreulichen Ergebnis, um 15 Uhr habe ich eine Gemeinderatssitzung einberufen. Beeindruckend. Doch, doch, durchaus. Aber Herr Wöller, ich fürchte, wir reden aneinander vorbei. Wie das denn? Sehen Sie, im Großraum München gibt es mit Sicherheit jede Menge Gemeinden, die für so eine Chance weiß Gott was alles geben würden. Und jetzt versetzen Sie sich bitte mal in meine Lage. Als demjenigen, der entscheiden soll, wo der Freizeitpark letztlich entstehen wird. Verstehe. Sie brauchen eine Entscheidungshilfe. So ist es. Und an wie viel haben Sie dabei gedacht? Bei einem Investitionsvolumen von 150 Millionen, also in der ersten Phase, sind das üblicherweise fünf. Fünf? Millionen. Millionen. Sicher kein Problem für Sie, oder? Nein, nein. Nicht wirklich. Großartig. Sie sagen mir einfach Bescheid. Ja. Sobald Sie das Geld beisammen haben, wo Sie mich finden, wissen Sie. Alles klar. Ah, und Herr Wöller, nur der guten Ordnung halber. Dieses Gespräch hat natürlich nie stattgefunden. Nie stattgefunden, selbst. Ja. Wiedersehen, Herr Danzer. Was soll das? Das ist die CD von Herrn Meyer. Es war die einzige Chance, ihn von Ihrem Strafzettel abzubringen. Ich habe sie gekauft. Wissen Sie, was das ist? Nett von mir. Bestechung und Bestechlichkeit. Danke. Oh, ist das hier romantisch. Und diese Stille. Traumhaft. Schade, dass man sich so eine Auszeit so selten erlauben kann. Ich zeige Ihnen jetzt Ihre Zimmer und dann findet um 11 Uhr in der Kapelle eine Einführung mit Schwester Hanna statt. Ah, da kommt sie ja. Guten Tag, Frau Bechtel. Grüß Gott. Herzlich willkommen im Kloster Kaltental. Und Sie sind Dr. Aufhäuser? Sieht man mir den Altphilologen an? Sagen wir mal so, wie ein Fondsmanager sehen Sie nicht aus. Herzlich willkommen. Wir sehen uns dann in der Kapelle? Mhm. Gut. Die Zimmer sind zwar ein wenig spartanisch eingerichtet, aber das ist ja Sinn der Übung, dass man alles Überflüssige vergisst. Herr Lohmeier, da bin ich aber froh. Ich habe mir doch Sorgen um Sie gemacht. Sie haben es wirklich gut, Schwester. Hier, diese Ruhe. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Mhm. Ich fürchte, da kann mir keiner helfen. Muss ich alleine durch. Sie sind nicht alleine. Nicht, solange es Gott gibt. Naja, ich habe halt schon lange nichts von ihm gehört. Und er von mir erst recht nicht. Ach, da kommt unser nächster Gast. Da möchte ich Sie nicht aufhalten. Herr Danzer. Herzlich willkommen im Kloster Kaltental. Dankeschön. Boah, ein stattliches Anwesen. Gehört das der Gemeinde? Nein, nicht mehr. Wieso? Berufskrankheit, schätze ich. Ach, seien Sie doch so lieb und parken Sie Ihren Wagen auf dem Gästeparkplatz. Und dann haben Sie noch eine halbe Stunde Zeit, sich frisch zu machen. Und dann treffen wir uns dort in der Kapelle, ja? Frisch machen, Kapelle, alles klar. Frau Laban, ich bin schon beim Autohaus. Hat der Direktor Lohmeier sich gemeldet? Nein, aber ich habe eine Nachricht auf seinem Handy hinterlassen. Thank God it's Friday. Altes chinesisches Sprichwort. Ja, ich bin's noch mal Laban. Herr Wöller ist gerade gegangen und wenn Sie sich beeilen, dann können Sie ihn im Autohaus kennenlernen. Ich muss doch jetzt nicht. Nein, Sie müssen kein Auto kaufen. Nur so tun. Ja, bitte? Viel Glück, Frau Schröder. Oje. Bitte sehr, da sind wir. Aha. Und das Bad finden Sie am Ende des Flurs. Danke, Schwester. Und eine kleine Programmänderung. Anstelle von Frau Dr. Dr. Reuter wird Herr Bischof Rossbauer den Vortrag halten. Aha. Nein, ich würde eigentlich lieber so in der freien Natur ein bisschen stille Kontemplation. Das steht Ihnen natürlich frei. Schönen Aufenthalt. Herzlichen Dank. Ich bin's. Nur ganz kurz. Die Grundbucheintragung ist überholt. Das Klosterareal gehört wieder dem Orden. Schon, aber die gute Nachricht ist, der Dorfvorsteher hat die 5 Millionen geschluckt. Ja, also davon kannst du ausgehen, dass er sich in den Arsch beißen würde. Hat der Direktor Lohmeier sich gemeldet? Nein, aber der Herr Huber wartet. Vielen Dank, Frau Lauer. Ah ja, da kommt er gerade. Danke, wiederhören. Na, was ist? Ich glaube, wir können das Ganze vergessen. Was? Die, oder hast du mal locker vom Hocker 5 Millionen? Ich? Hast du sie oder hast du sie nicht? Sag mal, spinnst du?
Ich habe mein ganzes Geld in die Optionen für die Äcker und sauren Wiesen für unseren Freizeitpark investiert. 120 Hektar, das ist eine Menge Land. Der Typ will 5 Millionen auf die Kralle, bevor er Kaltental überhaupt in Betracht zieht. So sieht's aus. Naja, da muss eben der Gemeinderat mal ein bisschen, verstehst du, kreative Buchführung. Kreative Buchführung, ja, du bist gut. Also das eine sage ich dir. Wenn uns das Geschäft unseres Lebens wegen läppischer 5 Millionen durch die Lappen geht, dann... Was dann? Steht mir alles sowieso bis hier, ja? Entschuldige, sag mal, wo ist denn dieser Brotbeck? Ja. Guten Tag, gnädige Frau. Sollten Sie sich für dieses Modell interessieren, kann ich Ihnen nur einen exquisiten Geschmack bestätigen. Wöller. Schröder, angenehm. Ganz meinerseits. Tja, wie gesagt, also dieses Modell ist geradezu maßgeschneidert für Sie. Die Farbe, die passt ja zu Ihrer Augenfarbe. Also, wenn Sie sich reinsetzen wollen, bitte. 220 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, ganz großes Kofferraumvolumen, Platz für 20 Kisten Champagner oder 250 Dosen Kaviar. Also weg. Ja, aber bitte, wenn Sie eine Probefahrt machen wollen. Aber das ist doch jetzt nicht nötig. Ja, überhaupt kein Problem. Es ist wie in der Liebe. Erst hinterher weiß man, ob man füreinander geschaffen ist. Gut, wenn Sie meinen. Ja, das meine ich, das meine ich. Ich kann leider nicht mitfahren, weil ich habe gerade eine wichtige Besprechung. Aber Herr Brotbeck, ja, der wird das übernehmen. Und wir können ja hinterher über die Extras reden, die dieser Wagen im Angebot hat, ne? Also, Herr Brotbeck, übernehmen Sie, ne? So, bis gleich. Wenn ich Sie zur Fahrerseite bitten darf? So, kennst du die? Nein, aber was nicht ist, kann er noch werden. Wo waren wir stehen geblieben? Hast du nicht die 5 Millionen? Ich meine, du musst doch ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Hermann, wo lebst du denn? Mit Auto verkaufen krieg ich doch nichts gebacken. Ja, bei diesen Rabatten, bei diesen Extras umsonst. Das Einzige, was sich für mich rechnet, ist meine Werkstatt. Oh, das klang aber nicht gut. Ja, wie geht denn sowas? Da fahre ich mit einem Sattelschlepper durch. Ach, das ist mir so peinlich. Das ist mir noch nie passiert. Ja, das glaube ich auch. Das muss es Ihnen ja auch. Na, bravo. Das ist aber nicht serienmäßig. Sie haben es geschafft, ein niegelnagelneues Auto zum Schrott zu fahren. Kompliment. Aber ich habe noch mehr davon. Bitte bedienen Sie sich. 1, 2, 3, 4. Am liebsten ist mir der hier, ja? Dieser Ladenhüter. So. Und was passiert jetzt? Sie haben jetzt eine Stunde zur freien Gestaltung. Oh. Um 14 Uhr treffen wir uns dann bitte im Garten, ja? Herr Dr. Aufhäuser. Bitte? Könnte ich Sie einen Moment sprechen? Ja, gerne. Um was geht es? Oh, das würde ich Ihnen gerne in der Küche unter vier Augen sagen. Hanna! Felicitas. Nur ganz kurz. Einen Moment. Mit dem Herrn Lohmeier stimmt was nicht. Er sitzt die ganze Zeit in der Kapelle und hat sogar das Essen ausgelassen. Also wenn du mich fragst, der Mann ist seelisch am Ende. Ich weiß, Felicitas. Ich gehe gleich zu ihm, ja? Vielleicht kann ihm Agnes einen Johanniskraut-Tee. Ja, das kann sicherlich schaden. Herr Doktor, als Altphilologe kennen Sie sich doch sicher mit alten Schriften aus. Nun ja, kommt drauf an. Nehmen Sie doch Platz. Schauen Sie mal, das hier haben wir in einer Truhe in einem alten Brunnenschacht unter unserem Klostergelände gefunden. Heiliger! Leider hat da irgendjemand drin rumgekritzelt. Aber im Internet habe ich ganz ähnliche Schriftbilder gefunden aus dem 15. Jahrhundert von der Gutenberg-Bibel. Aber davon wurden ja nur 180 gedruckt und es existieren wohl auch nur noch 35 Exemplare und ein Impressum gibt es auch nicht. Genau. Und dafür gibt es eigentlich nur eine Erklärung. Das ist der erste Andruck, die Korrekturfahnen sozusagen, mit den Anmerkungen und Verbesserungen. Womöglich gar von Gutenberg selbst. Nein. Oh mein Gott, wie peinlich. Ich hab gedacht, die wäre überhaupt nichts wert. Darf ich mal schauen? Ich auch. Nee, nicht anfassen. Wir haben fettige Finger vom Essen. Und sowieso, wenn meine Vermutung zutreffen sollte, dann muss das Werk umgehend von einem Konservator in klimatisierten Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt oder eingeschweißt werden. Und was meinen Sie, ist sowas wert? In etwa? Bei der letzten Versteigerung hat eine Gutenberg-Bibel den Rekord für ein Buch gebrochen. Mit 5,6 Millionen. Was?
Und die da, wenn das wirklich die Handschrift des Meisters sein sollte, also ich weiß nicht, jedenfalls mindestens so viel, eher mehr. Also ich brauche jetzt einen Klostergeist. Halt, halt. Ich möchte euch bitten, alles, was ihr jetzt gesehen und gehört habt, für euch zu behalten. Sie bitte auch, Herr Doktor, ja? Wie Sie wünschen. Habt ihr gehört? Ja. Ja, also dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Doktor. Also ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt alle wieder an die Arbeit. Ja. Für Susanne. Bitte schön, Susanne. Dankeschön. Hallo? Dich kenne ich doch. Linker Verteidiger in der C-Jugend. Ah ja, klar. Ja, wie heißt du nochmal? So wie Sie, Fritz. Für Fritz? Von Fritz Rickenbacher. Bitte. Danke. Wir kennen uns auch, Herr Rickenbacher. Das heißt, falls Sie sich an mich erinnern, 2006, die Weltmeisterschaft. Ja, richtig, der Empfang im Rathaus. Ich habe Ihnen ein Glas Sekt über Ihren Abit geschüttet. War mir eine Ehre. Dafür müssen Sie mir jetzt 3 Autogramme geben. Aber gern, Frau... Reuter, Elisabeth Reuter. Reuter. Bitte. Bitte. Danke. Und eins noch für seine Exzellenz Bischof Rossbauer. Oh, der Bischof. Ja. Haben Sie nachher schon was vor oder darf ich Sie zum Kaffee einladen? Gern. Sie haben doch damals unsere Jungs gecoacht. Psychologisch meine ich. Ja, ja, ja. Ich könnte auch einen Coach gebrauchen. Ah ja? Ja. Traumhaft, sage ich dir. Reinste Märchenwald, wie aus Herr der Ringe. Plus Blick auf eine pittoreske Burgruine. Du, und falls wir die als Zugabe kriegen, dann könnten wir irgendwelche Grusel-Events dort veranstalten. Na ja, klar. Aber zu Fuß ist das nichts. Ich muss meinen Hubschrauber mieten. Ja, morgen. Nee, länger halte ich dieses öde Seminar nicht aus. Seine Stimme? Unsere Schwester Felicitas meint, dass es sein könnte, dass sie vielleicht an Depressionen leiden. Sie hat in der Klinik gearbeitet und hat über 30 Jahre Berufserfahrung. Naja, ganz so Unrecht hat sie dann nicht. Was ich habe, nennt man Burnout. Hilft weder ein Psychiater noch irgendwelche Pillen, da hilft nur radikaler Rundumschlag, nach dem Motto, mach kaputt, was dich kaputt macht. Wie meinen Sie das? Schauen Sie, Schwester, ich habe mein Leben lang Autos verkauft. Erst als Verkäufer, dann als Vertriebsleiter und schließlich als Bezirksleiter für ganz Süddeutschland. Und? Ja, Autos, immer nur Autos, Schwester. Größere, teurere, schnellere. Denen wir diese ganze Klimakatastrophe zu verdanken haben, diesen Umweltverpestern. Ja, schon, aber doch nicht nur. Schon, schon. Ich will da nicht mehr mitmachen. Ist mir schlagartig klar geworden bei der letzten Autoausstellung in Frankfurt. Ja, dann steigen Sie eben aus. Ja, so einfach ist das leider nicht. Denn mein designierter Nachfolger, der sowieso ständig an meinem Stuhl sägt und sich ganz oben immer einschleimt, wird als erstes jede zweite Vertriebsstätte dicht machen. Ja. Einen Auto aus Wöller wird es dann zum Beispiel nicht mehr geben. Ach so. Ich zum Beispiel habe den Händlern immer die Stange gehalten. Ich meine also, das betrifft ja immerhin gut und gerne 2000 Mitarbeiter. Also ich kann das nicht, kann ich nicht. Deswegen bin ich hier, Schwester. Sie sind erst ein paar Stunden hier. Haben Sie etwas Geduld. Gott hat auch Geduld mit Ihnen. Schröder. Hallo, Frau Laban. Wie ist er da? Nein, Gemeinderatssitzung. Ah.
Und unsere zweite Kandidatin hatte auch schon wieder in die Flucht geschlagen. Was? Dabei wäre sie ideal gewesen. Verwitwet, gut situiert, ihr Mann hatte ein paar Wohnblocks hinterlassen, aber Wöller muss sich offenbar aufgeführt haben wie die Axt im Walde. Also ehrlich, Schwester, ich geb's auf. Diese Blind-Date-Strategie, die führt doch zu nichts. Kann ich die anderen Damen mal sehen? Ja, sicher. Aha. Oh, die ist zu jung. Na, die ist doch sein Typ. Zumindest sieht sie aus, als könnte sie was aushalten. Naja, also in der Stimmung, in der er sich gerade befindet, da könnte Marilyn Monroe antanzen. Er würde sich nicht nach ihr umdrehen. Stimmung? Wieso? Der Freizeitpark, der ihm wahrscheinlich durch die Lappen geht. Freizeitpark? Ja, ja. Unsere Schwester Hildegard hat da was erzählt. Ja, aber es handelt sich nicht um ihr Kloster, keine Sorge. Er will das Geschäft selbst machen und hat Huber beauftragt, 120 Hektar anzukaufen oder zu optionieren. Beim Autobahnzubringer, die sauren Äcker und Sumpfwiesen. Und in der Gemeinderatssitzung geht's um diesen Freizeitpark? Ja. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich da ein bisschen spioniere? Sie meinen, recherchieren mit den Waffen einer Frau? Oder so. Bitte sehr. Das ist doch nur wieder einer von deinen Maschen, um dir und deinem Amigo Huber die Nasen zu vergolden. Genau. Herrschaft, Hinz, jetzt lass den Wolfgang endlich ausreden. Danke. Vielen Dank. Also, nachdem die Gießerei die Bude dicht gemacht hat, nachdem die Kaltenthaler Textil auf Made in Hongkong macht, brauchen wir dringend neue Arbeitsplätze. Richtig. Ich meine, das müsste selbst dir etwas unterbelichteten Erbsenzähler einleuchten, oder? Das verbiete ich mir, ja. Das ist ja keine Beleidigung. Sondern? Das ist die Wahrheit. Ach, ja, toll. Abgesehen davon fallen hier natürlich Millionen. So, und jetzt zeige ich euch erstmal den Lageplan, den ich ins Auge gefasst habe. Wenn ihr bitte so freundlich seid und einen Halbkreis bildet, dann zeige ich euch das. Also, wir haben hier 120 Hektar verhältnismäßig nutzloses Ackerland. Saure Wiesen, aber direkt am Autobahnzubringer. Sehe ich recht, das sind ja... Nichts als vergammelte Sumpfwiesen, ja? Und jetzt kommen Sie mir ja nicht mit Feuchtgebiet oder Lebensraum für irgendwelche vom Aussterben bedrohte Stechmücken oder Borkenkäfer. Bitte nicht. Feuchtgebiete sind die Geburtsstätte allen Lebens. Herr Kleiber, Kaltental ist der Lebensraum von über 40.000 vom Aussterben bedrohter Menschen, ja? Und ich habe Sie lediglich zu dieser Sitzung gebeten, damit Sie Ja und Abend sagen. Damit ich hinterher nicht dastehe wie ein Idiot, wenn es um den Zuschlag geht. Wobei das in den Sternen steht, dass wir den überhaupt bekommen. Jetzt bin ich beim nächsten Morgen, ihr könnt wieder Platz nehmen. Ja. Wenn wir bei diesem Pokerspiel mitspielen wollen, dann müssen wir 5 Millionen auf den Tisch legen. Was? 5 Millionen? Wo soll man denn die hernehmen, wenn nicht stehlen? Genau. Pokerspiel? Soll das heißen, wir riskieren 5 Millionen und haben keine Garantie, dass wir dann den Park kriegen? Heinzi, wo lebst du denn? Natürlich kriegen wir den Freizeitpark. Die 5 Millionen sind lediglich Motivationshilfe. Was? Auf Türkisch Schmirregeld. Comprende? Also, ihr wisst jetzt wenigstens Bescheid. Ihr könnt euch die Köpfe einreden. Oder einschlagen. Ich ziehe mich jetzt zurück. Wir machen uns Wolfgang vom Acker. Genau. Er kommt. Schnell. Und? Ich hatte doch recht. Es ging nicht um ihr Kloster, nicht? Nein, der will irgendein Feuchtgebiet zu bringen. Aha. Ah, da sind Sie ja. Wie Sie sehen. Und ich dachte schon, ich wäre umsonst gekommen. Sie sind umsonst gekommen, weil ich habe nämlich Feierabend. Sie wollten wissen, ob Herr Lohmeier angerufen hat. Genau. Nein. Lohmeier? Wieso? Was wollen Sie von ihm? Wieso? Kennen Sie den? Na sicher. Erinnern Sie sich nicht mehr an diese Geschichte mit seinem Sprössling? Welche Geschichte? Ach so, ja. Ganz unangenehm. Ja, Schwester, was machen Sie noch hier? Ich habe Feierabend. Ach, Sie werden bald für immer Feierabend haben. In Ihrer Firma zumindest. Was? Ach, nicht so wichtig. Moment, Moment. Wie war das mit meiner Firma? Raus mit der Sprache. Naja, eigentlich sollten Sie ja wirklich davon wissen, weil es geht um Ihre Existenz. Ja, wie? Was? Existenz. Ja. D-
Der Herr Lohmeier hat ein Wochenendseminar bei uns gebucht. Ja, deswegen erreiche ich den nicht. Herr Wöller. Wissen Sie, was diese Herren Direktoren vorhaben? Die wollen Händler wie mich mit anderen zusammenlegen oder ganz dicht machen. Das mag ja sein, aber trotzdem, ich möchte... Seit Tagen versuche ich, diesen Mann zu erreichen. Und was macht er? Urlaub bei Ihnen. Frau Laban! Sie schaufeln sich Ihr eigenes Grab, Herr Wöller. Jetzt hören Sie mir doch bitte erst mal zu, bitte. Also gut. Der Herr Lohmeier trägt sich mit dem Gedanken, seinen Job hinzuschmeißen. Was? Ja, Moment. Dann wird dieser Schafmacher Neugebauer sein Nachfolger und dann gute Nacht, Marie. Weil der kehrt mit dem Stahlbesen. Herr Wöller. Ich brauche einen Cognac. Frau Laban, einen doppelten. Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Ich muss diesem Lohmeier das ausreden, koste es, was es wolle. Ich glaube kaum, dass Sie dafür der Richtige sind mit Ihrem diplomatischen Geschick. Da hört bei mir jede Diplomatie auf. Mit Reden ist da nichts zu machen. Der Mann braucht professionelle Hilfe. Und vielleicht tut ja Gott sein Übriges dazu. Brauchen Sie noch etwas? Weil sonst würde ich Feierabend machen. Danke, Frau Laban. Bis Montag. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Laban. Ja, Schwester, Ihr Gottvertrauen in allen Ehren, aber ich handle eher nach der Devise, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Auf jeden Fall muss Ihnen etwas Besseres einfallen, als Lohmeier auf die Nerven zu gehen mit irgendwelchen schwungvollen Reden. Ich sag nur ein Wort. Katastrophe! Ich habe mit dem Sender gesprochen, habe mich förmlich in den Staub geschmissen. Wenn die Drehbücher nicht eine grundlegende Änderung erfahren, dann werden die den Vertrag nicht verlängern. Ich habe Ihnen schon ein Getränk bestellt. Bitte. Ich fürchte, die werden in den sauren Apfel beißen müssen und ihre Chefin bitten, ob sie nicht vielleicht doch mitmischen möchte. Dir ist das doch nur recht, weil ich ihr dann wieder rund um die Uhr zur Verfügung stehe. Das heißt, sie rumkutschieren darf, wo sie doch keinen Führerschein mehr hat. Außerdem würde sie einen Tobsuchtsanfall kriegen, wenn sie erfährt, was wir hier hinter ihrem Rücken treiben. Dann fürchte ich, würde uns nichts anderes übrig bleiben, als die Bücher zu ändern. Nur über meine Leiche. Das bringt doch nichts, Hildegard. Die werden einen anderen Autor nehmen und weitermachen, aber ohne Sie. Aber was halten Sie davon, wenn ich mir ein Pseudonym zulege und Ihre Bücher so ein bisschen aufmotze? Aufmotzen? Ja, ich meine, ein bisschen mehr Action und ein bisschen mehr... Sie wissen schon, Sex. Klaus, nicht schon wieder. Versetz dich doch mal in meine Haut. Du bist mein einziges Pferd im Stall. Entschuldigen Sie, Sie sind meine einzige Autorin in meiner Agentur. Klaus, hier geht es ums Prinzip. Die Nonne und der Kommissar ist ein Familienprogramm. Es tut mir leid, Hildegard, aber schauen Sie mal in Ihren Vertrag mit mir. Falls der Autor die Autorin aus irgendwelchen Gründen nicht fristgerecht liefert, kann der Agent, sprich ich, andere Autoren mit dieser Aufgabe betrauen. Herr Stolpe, wenn Sie das machen, dann tut es mir leid, dass ich Sie jemals kennengelernt habe. Bitte, es geht um meine Existenz. Von mir aus. Aber ohne mich, dann schreiben Sie die Bücher doch selbst. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ah, Frau Bechtel, bringen Sie doch bitte noch ein paar Bohnen mit von da hinten für die Minestrone heute Abend. Ah ja, und für den Nachtisch, die Johannisbeeren sind da hinten, ja? Okay. Vielen Dank. Oh nein, nein, nicht die ganzen Setzlinge mit rausreißen, nur das Unkraut. Herr Danzer, helfen Sie ihm nachher, den Kompost umzusetzen, ja? Mit Vergnügen. Danke. Na, alles in Ordnung? Hm, schauen wir mal. Ach, der Bischof. Oh mein Gott. Passen Sie auf, dass die Männer hier keinen Unfug treiben. Keine Sorge. Herr Danzer, nicht. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist doch nicht der Sinn so eines Seminars, dass Sie ständig telefonieren. Ja. Grüß Gott. Grüß Gott. Ist Schwester Hanna nicht da? Leider nein. Sie musste ins Rathaus. Ah. Fragen Sie mich nicht, warum. Wir haben eigentlich erst morgen mit Ihnen gerechnet. Aber Sie haben Glück.
Ich habe heute Morgen schon Ihre Lieblingsplätzchen gebacken. Ja, das tut mir leid, aber mein Arzt hat mir alle Süßigkeiten verboten. Was? Warum denn? Altersdiabetes. Ich bin für den Rest meines Lebens zum Broteinheitenzählen verdammt. Oh, das tut mir leid. Ja, aber eine Tasse Kaffee dürfen Sie mir trotzdem bringen. Ja, gern. Kommt sofort. Schön. Ich weiß. Sie wollen sich hier in aller Ruhe und Stille klar darüber werden, ob Sie uns Autohändler über die Klinge springen lassen wollen. Um sich dann einen geruhsamen Ruhestand auf Mallorca zu gönnen. Servola, bitte nicht. Aber dass Sie und die Bonds in der Geschäftsführung jahrelang am Markt vorbeiproduziert haben und uns mit Auflagen, Konditionen zugeschüttet haben, dass uns jetzt das Wasser bis zum Hals steht. Das spülen Sie dann in Ihrer Villa, in Ihrem Swimmingpool auf Mallorca mit ein, zwei Margaritas runter. Aber so nicht, Herr Direktor. So nicht. Schwester, seien Sie so nett und bringen Sie uns eine Flasche Holundersekt. Darf ich bitten? Danke. Also ich weiß auch noch einen. So, bitte sehr. Danke sehr. Oh, darf ich vorstellen, das ist Direktor Lohmeier, Bischof Rossbauer. Grüß Gott. Grüß Gott, Exzellenz. Schwester, ich bin kurz eine halbe Stunde weg. Das hier muss zur Post. Gut. Kann ich mir eines Ihrer Fahrräder ausborgen? Ja, aber natürlich. Danke. Die Schubkarre läuft wieder. Übrigens. Das ist toll. Danke. Was haben Sie denn vor? Woher wusste denn Herr Wöller, dass ich hier bei Ihnen bin? Der war bei Ihnen? Ja, allerdings. Also das ist mir jetzt... Ich habe ihm extra gesagt... Ja, schon gut. Sein Auftritt hier hat mir meine Entscheidung jedenfalls sehr erleichtert. Sagt der Petrus zum Teufel ja, und das werden wir auch gewinnen, bitte. Danke. Weil wir im Himmel haben die besten Fußballspieler der Welt. Kann schon sein, antwortet der Teufel, aber wir haben die Schiedsrichter. Und da ist auch schon Schwester Hildegard. Darf ich vorstellen, das ist meine Assistentin, Schwester Hildegard, und das ist Fritz Rickenbacher, der Terminator. Freut mich. Angenehm. Über 100 Länderspieltore und über 15 Jahre Mannschaftskapitän von den Bayern. Das ist lange her. Trotzdem, Herr Rickenbacher, so wie Sie hat keiner mehr die Bälle ins Netz gezaubert. Elegant und präzise. Ja, ja. Herr Rickenbacher war so freundlich, mich nach Hause zu chauffieren. Und nächsten Mittwoch darf ich in seinem Hubschrauber mitfliegen nach Mönchengladbach. Wenn das Wetter mitspielt. Ach, das spielt auch mit. Auf Ihr Wohl und auf einen Sieg am Mittwoch. Das dritte in einer Stunde. Du hast ja mal wieder viel vor. Wenn du an meiner Stelle wärst, hättest du bereits das vierte. Du Ärmster. Hallo, Schwester. Hallo. Gratuliere, Herr Wöller, Sie haben es mal wieder geschafft. Hat der Lohmeier sich bei Ihnen ausgeweint? Nein, aber Sie haben ihm den Rest gegeben. Ich habe mich lediglich in Augenhöhe mit ihm unterhalten, von Mann zu Mann. Ja, dass er ganz alleine an der Misere schuld ist und Sie armen Händler überhaupt nichts dafür können. Ja, so ungefähr. Er gönnt sich Mallorca für immer und wir schauen im Ofen ins Gebirg. So sieht's aus. Ihre Firma sind Sie jedenfalls los. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Abend. Eine CD, Herr Wöller. 15 Euro. Kommt sie billiger als ein Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit in einer geschlossenen... Oh. Ah! Mister! Moment. Sie meinen also,
Der Lohmeier meint es wirklich ernst. Todernst? Ja, da haben Sie recht. Da muss uns was einfallen. Uns? Ja. Ihnen? Ja, Sie können mich doch nicht so hängen lassen, Schwester. Bitte. Nein, aber es war wahnsinnig aufregend. Zwar nur ein Blinddarm, aber als der Chirurg das Messer ansetzt und geschnitten hat, weißt du, was da nicht passiert ist? Was? Ich bin nicht umgefallen, wie Felicitas immer geweissagt hat. Im Gegenteil, es war unglaublich spannend. Siehst du, ich bin stolz auf dich. Sie wollen uns schon wieder verlassen? Ach ja, ich hatte gehofft, ein bisschen Ruhe und Frieden hier zu finden, aber die Geschäfte, was soll ich machen? Ach, na ja, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal. Bestimmt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo, Herr Hund. Mama. Wo warst du? Bischof Rossbauer hat bis vor 10 Minuten noch auf dich gewartet. Jetzt ist er auf seinem Zimmer. Also Entschuldigung, aber das kann ich wirklich nicht wissen, dass er heute schon anreist. Stell dir vor, er darf keine Süßigkeiten mehr essen, der Arme. Wegen seinem Insulinspiegel. Also, davon geht die Welt nicht unter. Hannah, was ist mit dir? Die Mutter hat angerufen. Was wollte sie? Nicht die Mutter, Hildegard. Sie war völlig durch den Wind. Weil der Sender ihren Vertrag nicht verlängern will. Ich hab dich was gefragt. Nichts ist mit mir. Aber sag mal, ist heute irgendetwas vorgefallen mit den Seminargästen? Nein, warum? Weil der Herr Danzer eben abgereist ist. Was? Herr Hund. Exzellenz! Ich habe hier einen Wagen vorfahren hören. Kann ich Sie kurz sprechen? Aber natürlich. Ja, dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie heute schon anreisen, hätte ich natürlich jetzt... Meine Entscheidung, früher zu kommen, war auch eher spontan. Und ich möchte Sie bitten, bitte. Danke, dass Ihre Mutter Oberin nicht erfährt, was ich Ihnen jetzt sage. Es geht um den Freizeitpark, stimmt's? Woher wissen Sie? Frau Laban. Aber ich kann Sie beruhigen. Herr Wöller will irgendein anderes Gelände anbieten, irgendwelche Sumpfwiesen am Autobahnzubringer. Weiß das Frau Reuter? Keine Ahnung, aber was hat sie damit zu tun? Ja, das Geschäft ihres Lebens zu machen und dieser Investorengruppe das Kloster und den Klosterwald anzubieten. Zu einem saftigen Preis, versteht sich. Wie viel? Sie träumt von 5 bis 6 Millionen, mit denen sie die finanziellen Nöte des Ordens ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen hofft. Nun ja, also, wenn es ihr wirklich gelingen sollte, den Herrn Wöller aus dem Feld zu schlagen... Einen Moment. Dann hätte ich da etwas Besseres zu bieten. Schauen Sie mal. Wie meinen Sie? Dr. Aufhäuser ist überzeugt davon, dass es sich hierbei um den ersten Andruck der Gutenberg-Bibel handelt. Hier. Mit handschriftlichen Korrekturen von Gutenberg selbst. Das wäre ja eine Sensation. Und seiner Meinung nach würde die auf einer Auktion mindestens 5 Millionen Euro bringen. Woher haben Sie die? Aus der Schatztruhe, die Herr Wöller ausgebuddelt hat? Und die er uns geschenkt hat als Zugabe, ja. Es ist doch sehr beruhigend zu sehen, dass es doch noch so etwas wie eine himmlische Gerechtigkeit gibt. Jetzt begreif doch, Walter. Es geht um unsere Existenz. Und dein Laden ist als erster dran, bei den niedrigen Umsätzen, die du letztes Jahr gefahren hast. Ja, und wenn der Lohmeiner seinen Krempel hinschmeißt und der Neugebau übernimmt, ja, dann können wir beide unser Testament machen, das sage ich dir. Trommel all deine Leute zusammen und wir sehen uns dann wie verabredet um 8 Uhr. Genau. Oh, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Guten Morgen, die Herrschaften. Kompliment, alle versammelt, Samstagmorgen. Ja, Herr Brodbeck, Sie sind ja auch da. Hat man Ihnen gesagt, worum es geht? Schon, aber ehrlich gesagt, ich glaube kaum, dass das was bringt. Ja, das kann ja sein, aber im Gegensatz zu Ihnen gebe ich erst auf, wenn ich alles versucht habe. Jetzt also zur Person, Direktor Lohmeier. Das ist noch ein Unternehmer vom alten Schrot und Korn. Wie soll ich sagen, einer, der sich sehr menschlich verhält, also so wie ich halt. Wer war das?
Eine feige Memme. Na gut. Also, Sie fahren jetzt los. Wir treffen uns auf dem Rastplatz von der Tankstelle B14. Da treffen wir die Kollegen von den Filialen und marschieren dann gemeinsam los. Also, auf los geht's los. Jo, dann marschieren Sie mal. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Wo ist Direktor Lohmeier? Jenny schaut gerade nach ihm. Ich nehme an, Sie haben sich schon bekannt gemacht. Das ist unser Bischof, Herr Rosbaum. Wir haben uns schon begrüßt, danke. Und ich hatte sogar schon ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit Frau Bechtel auf meinem Morgenspaziergang. Ja, es ging um Herrn Danzer. Wieso? Was ist mit ihm? Er kam mir irgendwie verdächtig vor. Seine ganze Einstellung zum Seminar. Genau, das stimmt. Ständig hat er telefoniert. Und sich vor der Arbeit gedrückt. Den ganzen Komposthaufen durfte ich praktisch allein umsetzen. Frau Bechtel hat die Vermutung, dass Herr Danzer kein Fondsmanager ist. Laut Auskunft vom BKA, ich habe mir erlaubt, einige Erkundigungen einzuziehen, ist er ein ziemlich gerissener Private Equity Pirate. Bitte was? Das sind Leute, die private Projekte oder Firmenaufkäufe mit dem Geld von privaten Investoren finanzieren. Wobei es nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Er stand letztes Jahr im Verdacht, in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben. No. Und was will so einer denn bei uns? Also in seinem Zimmer ist der Lohmeier nicht. Und sein Bett hat er auch nicht benutzt. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Ach, bitte fangen Sie doch schon ohne mich an. Herr Rosbauer, sind Sie so lieb und sprechen heute das Tischgebet? Gerne. Entschuldigen Sie, Schwester, aber ich konnte nicht schlafen und da dachte ich, ich nutze die Zeit, um mit mir und dem lieben Gott ins Reine zu kommen. Und? Ich gebe auf, Schwester. In diesem inneren Zustand bin ich weder für meine Firma noch für meine Angestellten zu irgendetwas nütze. Und für meine Familie schon gar nicht. Herr Lohmeier. Nein, nein. Ich will Sie nicht weiter mit meinen Problemen belästigen. Ich werde gehen. Nein, das werden Sie nicht. Nicht ohne mir die Chance gegeben zu haben, mit Ihnen zu reden und Ihnen einen Vorschlag zu machen. Also, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich fürchte, Schwester Hannah und Herr Lohmeier werden nicht mehr kommen. Und ich müsste dringend ins Pfarrhaus. Na denn, also, wir sehen uns ja alle gleich in der Kapelle. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine großartige Aufgabe, Herr Lohmeier. Mit dafür zu kämpfen, dass die Autoindustrie Produkte entwickelt, die die Umweltverschmutzung eindämmen und den Klimawandel verzögern oder vielleicht sogar umkehren. Für einen allein ist das eine unlösbare Aufgabe. Da müssten schon alle an einem Strang ziehen. Sie sind nicht allein, Herr Lohmeier. Hm. Wenn Sie hier bleiben und sich für dieses Ziel stark machen, dann werden Ihre Mitarbeiter und die Händler voll hinter Ihnen stehen. Ach, die Händler. Denen geht es doch nur darum, ohne großen Aufwand eine schnelle Mark zu machen. Ich glaube, da irren Sie sich. Kommen Sie mal mit. Ich habe eine Überraschung für Sie. Kommen Sie. Bitte? Hier ist der Beweis. Ich hoffe, Sie verzeihen mein Einmischen, aber ich wusste keinen anderen Weg, Ihnen zu zeigen, wie wichtig Sie und Ihre Arbeit für alle sind. Herr Lohmeier, ich wollte mich in aller Form bei Ihnen für mein gestriges Verhalten entschuldigen und im Namen meiner Kollegen und Mitarbeiter diese unsere Petition überreichen. Mit der Bitte, weiterhin im Dienst der guten Sache zu kämpfen. Vielleicht diesmal mit uns und nicht ohne uns. Ja, das ist alles ganz wunderbar, nur meine Kündigung ist schon in der Post. Was? Ja, doch. Guten
Guten Tag, Wöller, Schwester Hanna. Hallo. Hat Ihnen Ihr Chef Bescheid gesagt? Ja, schon, aber wie stellen Sie sich das vor? Aus Adlien sind wir einen Brief rauszusuchen. Das dauert ja Stunden und außerdem... Ja, aber so viele Einschreiben wird es doch nicht geben, oder? Ja, das ist ja was anderes. Wie heißt der Absender gleich nochmal? Lohmeier. Oskar. Ich bin gleich wieder da. Sehen Sie, zusammen sind wir unschlagbar. Ach ja? Ja, ich bin überzeugt davon. Darf ich Sie bei Gelegenheit daran erinnern? Gerne. Zum Beispiel, wenn es ums Gelände für diesen Freizeitpark gehen sollte? Woher wissen Sie das schon wieder? Das weiß ich halt. Das muss Ihnen genügen. Aber eins sage ich Ihnen. Falls Sie auf die Idee kommen sollten, unser Kloster in einen Zirkus umfunktionieren zu wollen, da wären Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Ich hatte gar nicht die Absicht. Aber die Idee mit dem Zirkus ist genial. Und Sie kennen mich. Wenn ich etwas zum Wohle meiner Gemeinde tun kann, dann gehe ich über Leichen. Ich auch. Dürfen Sie gar nicht. Sie haben Gelübde abgelegt. Wenn es ums Kloster geht, also legen Sie sich schon mal hin und stellen Sie sich tot. Sonst noch was. Ich hab ihn!